Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Assassin's Creed Syndicate und ich habe beschlossen, heute mal wieder mit der Story weiterzumachen. Also die Jack the Ripper Story, hier, jene, die Unseligen. Gut, machen wir uns mal dahin. Du bist eine tote Frau. Ja, denkt er. Die Sache ist nur, ich will jetzt nicht hier während die ganzen Polizisten hier sind, die Leiters angreifen, weil sonst gehen die Polizisten dazwischen, ist auch ein bisschen blöd. Okay, die Unseligen. Ivy beginnt mit ihren Ermittlungen in Jacobs Unterkunft in der Hoffnung, dass ihr verschwundener Bruder ihr einen Hinweis zum Ausspüren von Jack the Ripper hinterlassen hat. Naja gut, na da bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut. Inspektor? Im Bericht steht, dass Miss Nichols am Abend ihrer Ermordung ein Spektakel aus ihrer Trunkenheit gemacht hat. Könnte Jacob sie angestiftet haben? Als Köder meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Fry. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses... Als Köder meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Fry. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses Sündenpfuhls. Passen Sie auf. Verlassen Sie sich darauf. Okay. Da hinten müssen wir jetzt hin. Über 200 Meter? Naja, gut. So, machen wir uns erstmal drauf. Über die Dächer sollte es ein bisschen besser gehen. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir da noch für Hinweise finden. Zu Jack. Ich hätte vielleicht eine Kutsche nehmen sollen. Weil hier kilometerweit laufen und sowas. Weiß ich nicht. Na gut. Wir kommen ja recht gut voran über die Dächer. So schön wird es dann nicht sein. Was war das? Da hat gerade was geleuchtet, oder? Ne, kam mir vielleicht nur so vor. Egal. Wir wollen ja da hinten hin. Gut, ich habe übrigens mir eine Karte gekauft bei einem dieser Händler, wo mir dann sozusagen jede Truhe hier angezeigt wird. Und wenn ich da an eine vorbeikomme, die muss ich dann nicht erst entdecken, sondern die ist dann direkt da. So, dann schauen wir doch mal. Sind hier ein paar rote dabei? Nö. Gut, machen wir uns hier runter. Aber das da kann ich mir holen, da hinten. Ja, holen wir das erst noch, bevor ich das untersuche. Weil ich meine, das gibt auch immer noch ein bisschen XP. Und die können wir recht gut gebrauchen. So. Ja, viel XP ist es nicht, aber es ist besser als nichts. Gut. Darauf müssen wir. Machen wir uns das da. Falsche Seite. Echt mal. Ich wollte eigentlich da drüben rauf. Runter. So, muss ja hier irgendwo reingehen, genau. Schauen wir mal. Da oben ist eine Tür. Die müssen wir knacken. Gut, schauen wir uns hier mal um. Jo, hier sind so einige Spuren. Gut, Tonscherben. Hier gab es offenbar einen Kampf. Na gut, dann schauen wir uns bei dem nächsten Mal um. Zerbrochener Spiegel. Irgendetwas ging hier zu Bruch. Vielleicht ein Spiegel. Was ist passiert? Ja, genau das versuchen wir hier rauszuholen. Eigentlich wissen wir es ja. Jack the Ripper war hier, ne? Und mein Brief? Haben wir ja. Der letzte Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreien. Wie sollen die mich jetzt kriegen?
Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald wirst du wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Die Zeitungen druckten diesen Brief 3 Tage bevor Miss Stride und Miss Eddowes ermordet wurden. Unterzeichnet mit Jack the Ripper. Interessant. So viel Blut. Hoffentlich nicht deins, Bruder. Tja, da haben wir noch einen Hinweis. Na komm. Einschüchterungswaffen. Ganz wie die, die wir von unseren indischen Brüdern kennen. Ja, genau. Also, ähnliche Waffen wie die Assassinen. Da ist noch... Moment. Da haben wir noch einen Hinweis. Das letzte Mal, dass Henry, mein Bruder und ich uns sahen, war in Indien. Vor 15 Jahren. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Und das ist einer der Jungs, die Jacob in der Bruderschaft ausbildete. Wie nannten wir ihn noch? Hau drauf, Jack. Rücksichtslos und verschmitzt. Genau wie mein Bruder. Ja, nur dieser Jack ist schlimmer, würde ich sagen. So, jetzt nochmal. Mehr Zeichen. Was übersehe ich? Da. Ich hab's, Jacob. Kali, die Zerstörerin. Ich gab sie dir bei deinem letzten Besuch. Es gibt eine Frau, die helfen kann. Unseligerweise erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Meint er vielleicht unselige Frauen? Nelly könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fange ich an. Und sie hätte ihn gesehen. Jack the Ripper. Naja, gut. Da werden wir wohl weitermachen müssen. Sie müsste gleich kommen. Mr. Jack sagt, wir können mit ihr machen, was wir wollen. Gut. Seid wachsam, Leute. Okay. Gut. Evie erlernte den Umgang mit der Angst, mit Angstgeräten der indischen Assassinen, als sie Henry Green 1868 nach Indien folgte. Jacob besuchte sie dort einmal mit seinen neuen Assassinen-Novizen. Jack the Ripper und Evie verwenden annähernd die gleichen Angstgeräte. Allerdings sind Evies Geräte nicht tödlich. Okay, ruhige Gegner werden verängstigt, wenn sie das Opfer eines Angstgeräts verwenden. Okay. Das heißt, ja, keine Ahnung, was es heißt, aber irgendwas heißt das, ne? Ich kann sie auf jeden Fall in Panik versetzen. Gut, schauen wir mal. Angstbombe. Okay. Diese Bombe wird sie das Fürchten lehren. Wo ist sie denn jetzt? Wow. Weil kann sie nicht sein. Reiß dir die Zunge aus. Schlitz sie auf. Grüß den Teufel, wenn du ihn siehst. Den Teufel, den wirst du wahrscheinlich eher sehen. Futsch, Piste. So. So, und so hast du dich erstmal nicht frei rumlaufen. Das wäre leichtsinnig. Hoffentlich weiß diese Nelly, wo du bist. Und kann mich zum Ripper führen. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Ich muss ihn aufhalten. Gut. Also, wir haben jetzt hier so Angstbomben. Ich will mal gerade was schauen. Ne, wir können da nichts weiter
entwickeln. Außer hier, wir haben ja ein paar Orte wieder und Fundstücke. Ja, läuft man jetzt automatisch dran vorbei. Nee, ich hatte gedacht, man könnte hier jetzt noch ein paar Fähigkeiten ausarbeiten. Nee, da fehlen uns eine ganze Menge Punkte. Gut, da werden wir noch einiges zu tun haben auf jeden Fall. Gut, machen wir uns da rüber und suchen weiter. Oh oh. Das sind aber viele. Gut. Schauen wir doch mal. Ob wir... Ach, ich habe keine Bomb mehr, doch. Ich nehme mich aus, wie es ist. Genau. Und weiter geht's. Hier schneide ich die Zunge raus. Ach, Mist. Da war doch schon mal Wasser drauf. So schlag nicht. Du kämpfst wie meine Oma. Deine Oma. Deine Oma habe ich zum Frühstück gefressen. Ich schlag dir die Zähne ein. Komm doch, wenn du dich traust. Futschbeste. Erledigt. So. Ach, ich brauche sie nur zu kühlen, dann kriege ich gleich zusätzliches Material. So. Ja, dann kriege ich das Zeug auch. So, mal testen. Jupp. Alle erledigt, würde ich sagen. Gut. Das geht wesentlich schneller, als die einfach zu looten. Okay. Mit ihr müssen wir reden, auf jeden Fall. Haben Sie Nelly gesehen? Was wollen Sie von Nelly? Wer sind Sie? Wenn Sie eine Freundin sind, dann sind Sie vielleicht schon zu spät. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Jetzt komm schön mit, Nelly. Oh. Lady O erwartet dich schon. Ich will aber nicht. Das ist aber nicht gut. Ausgerechnet in der Kutsche. Ich muss Nelly finden, bevor ihr was zustößt. Okay. So, warte mal. Hier ist der lilane Punkt. Das heißt, ich muss hier eigentlich suchen. Was ist denn nun? Ah. Jo, die Kutschenspuren auf dem Fußboden. Dann schauen wir mal. Gut, hier links rum. Na, hoffentlich finden wir sie rechtzeitig. Die Nelly. Ach, wo sind sie hin? Nelly schwebt in großer Gefahr. Okay. Da irgendwo. Da ist die Kutsche. Okay. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Gut, dann würde ich sagen... Nelly ist irgendwo da drin. Okay, drei Gegnern Angst einjagen. Und in Lebensgefahr. Gut, dann... Ja. Willst genau. Du mich etwa kitzeln? Nix da. Sorg dafür, dass sie nicht davonkommt. So nicht. Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Ein paar letzte Worte. Ich werde dich gerne aufsetzen. Dafür, dass er Angst hat, hat er aber eine ganz schöne große Klappe. Finde ich. So. Ich hab doch Angst eingejagt. Wieso funktioniert das nicht? Muss ich das vielleicht anders machen? Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal. Da ist unser Ziel. Ja gut. Müssen wir da wohl das Schloss knacken. Gut, es gibt noch mehr Eingänge, aber...
Ich will mal... dir vor den Herrschaften weh zu tun. Nimm deine Hände weg! Still! Sei gefälligst leise! Schaff! Und... Psst, nur keine Angst. Jacobs Schwester. Die können hier nicht reden. Bitte, er tötet mich. Dafür sorgt sie. Wer? Lady Owers. Jacob sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Okay. Lächelt und seid freundlich. Sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schönen. Dame Fry. Schnappt euch Nelly und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Das ist aber schlecht. Zumindest ist diese Lady O nicht so. Wo ist sie hin? Das muss die Kutsche sein, die ich suche. Ja. Weiter so. Und die holen wir uns jetzt auch. Bewegung! So. Komm schon, mal los! Los, 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 los. Wo ist sie hin? Verdammt! Verdammt. Das ist aber auch saublöd hier. Der fährt hier so blöd zickzack. Das, So, nein! Mist! Sie darf mir nicht entkommen! Ich wollte doch eigentlich auf das Dach steigen und dann... Jetzt hält diese blöde Kutsche auch nicht mehr an, oder? Doch. Doch, 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 doch. Na komm, rauf mit dir! Gut so! Okay, hinterher. Ja! Los, 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 los! Ach, du meine Güte. Meine Hunde sind Entschuldigung, Lady O entkommt. Komm schon, ja. Das ist aber saublöd. Nein, nein, nein. So, und rüber. So. Sie kommt davon. Na, das gibt's doch nicht. Wieso hüpfst du runter? Nicht schon wieder. Ist nicht wahr. Ich hab's eilig. Nicht schon wieder. Ja. Ach, das gibt's nicht. Sie darf mir nicht entkommen. Yeah, ist schon klar. Ich hab's eilig. Habe ich gerade ein Rad verloren? Ich hoffe nicht. Lady O entkommt. Okay, rüber. Dann. So, Kutsche haben wir. Gut. Weiter. Dann halten wir da mal an. Langsam. Ho. Oh. Na, das war ja eine Jagd. Okay, und nun? Lady Owers. Oh. Nelly, es tut mir so leid. Sie hat mich als Köder benutzt und floh zum Owers Anwesen. Und hoffte bestimmt, dass ich sie töte. Sie hat gewusst, dass sie kommen, Miss Fry. Lady O fungiert als Augen und Ohren des Rippers. Wenn sie stirbt, muss Jack aus seinem Versteck kommen. Hey! Ich werde bald nach Ihnen sehen, versprochen. Lady Owers wird mich erwarten. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Okay. Ja, die Zusatzpunkte und das Zusatzgeld haben wir nicht kassiert. Das ist auch blöd gelaufen ein bisschen. Naja, wir werden das schon noch hinkriegen. Okay. Aktivitäten aus den Bereichen Bordellangriff. Vermisste Frauen und schon stehen ihnen nun zur Verfügung. Okay, das heißt, wir haben neue Angriffsmöglichkeiten. Ich will mal gerade... Jack darf Londons Dirne nicht länger in Angst und Schrecken versetzen. So. Wir haben auf jeden Fall Punkte gekriegt. Gehen wir mal auf die Fähigkeiten. Hier haben wir neue Fähigkeiten. Gut. Ja, da brauchen wir aber mehr Punkte auf jeden Fall. Was ist das? Erhalten Sie Gesundheit, wenn Sie vollständig brutale Takedowns... Okay. Das ist das aufgespießte Gegner... Brechen langsamer zusammen und schreien länger, okay?
Radius ist größer. Okay. Also, vielleicht sollten wir das noch nehmen. Könnte interessant werden. Sie schreien und so, ne? Also bei jedem kostet wohl das zweite immer gleich 6 und hier sowieso. Das ist hart. Okay. Gut. Dann, ich will mal gerade schauen. Warum nicht? Die Schandmeile. Schauen wir uns das mal an. Lass mal wieder noch ein paar extra XP holen, ne? Bei der Schandmeile. Gucken wir mal. Du musst doch irgendwo. Muss doch rübergehen. Na ja, gut, wenn nicht, dann hüpfen wir darüber. Ne, mit Seil und so. Sollte gehen. Jo. Perfekt. Gut. Da, ja. Muss ich wohl noch ein bisschen höher. Warte mal, da ist so eine Öse gewesen. Genau. Dachte ich mir schon, dass das funktioniert. Komm, machen wir uns da mal runter. Schandmeile. Empfohlenes Level 10. Dies ist eine Epoche der Unterdrückung und des Puritanismus, was auch immer das heißt. Prostituierte werden als schändliche Sünder erachtet, die der Rest der Gesellschaft lieber ignoriert. Abgesehen von den Männern, die ihre Notlage ausnutzen. Es gibt eine Vielzahl von Missetätern, die diese verzweifelten Frauen im todbringenden Labyrinth von Whitechapel misshandeln. Erteilen sie ihnen eine Lektion, die sie nicht so schnell nicht wieder vergessen. Okay. Wisst ihr was? Das macht man noch. Das macht man noch. Da gehen wir rein. Sie müssen den Kunden öffentlich beschämen, so bloßstellen, indem sie auf dem Weg zurück. Okay. Was? So nicht. Sonst wäre der Ripper schon längst. Sie! Lassen Sie das! Okay. Der Kunde ist gestorben. Ich darf ihn nicht töten. Ich darf ihn nicht töten. Das ist natürlich blöd. Ja, stimmt. Ich soll sie ja nur einschüchtern. Sie sollen das nicht vergessen. Looks like trouble. Ja, sie sind so. Da hoch. Wenn ich da rüberkomme, wirst du dir wünschen, du wärst nie geboren. Du kannst dich einfach mal verpissen. Wieso kann ich den nicht hauen jetzt? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ui, jetzt kriegst du Ärger. Ja, komm mal raus da. Kann ich dich jetzt hauen? So. Weg mit dir. Ich glaube, wo ich spinne. Depp. So, jetzt. Also. Schön da hinten rum. Wer ist die? So. Sie! Lassen Sie das! Einer muss hier in den Rücken. Echt jetzt? Ja. Dumm Depp mir! So nicht! Ach so, nein, dafür habe ich keine Zeit, ich muss, halt, nein, ach, Mann, ich hätte hinter den gleich hergemusst. Ich reiß dich ein zwei. So, erstmal weg mit dir. So, wo ist denn der jetzt hin? Ach so, komplett weg. Gut. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Ach, Quatsch. Dich erstmal wegräumen hier. Gehst mir auf den Sack, ey. So, das heißt, nochmal. Ja, genau. Das ist der Plan. Und sie ist ein Eindringling. Haltet sie! So, den erstmal erledigen, dass der mich nicht aufhält gleich. So, und. Sie! Lassen Sie das! So, dich hätten wir.
Ja, wofür halten Sie mich denn? Ich wollte diese Unselige doch nur zum Tee einladen. Mal sehen, was die Londoner von ihren Taten halten. Okay, ich muss... Nein. Halt. Ja. So nicht. What on earth is going on over there? Ah. Gut, ich muss in die Richtung mit ihm. Und bei ihm muss ich da so ein bisschen drauf achten. Der kann sich befreien. Ist nicht wie bei regulären London. Keinen Ton. Geh einfach. Ah, schon gut, schon gut. Ich gebe auf. So, wir müssen da irgendwie... Oh! Die hat hier nichts zu suchen. Wir wollen machen jetzt einen kleinen Spaziergang. So. Ah. Oh, scheiße. Ja! Nein, nicht töten. Nicht töten. Machen wir einen Spaziergang. So, in diese Richtung müssen wir. Gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie den Roten noch in die Arme laufe. Das ist auch saublöd, dass ich da auch noch drauf achten muss. Schon so, gut, ich sagte schon gut. Da ist ein Roter. Warte mal. Das wird nichts. Geh weg dabei. What in the blazes is that about? Good. Looks like trouble. Keinen Mucks. Was zum ist ja gut, ich tu, was du willst. So, ich muss da jetzt irgendwie... Genau. Dort unter die Leute gut, bringen. Gut, ich sagte schon gut. So. Dass es schön vorgeführt wird. Nö, ganz so nicht. Entspannt. So nicht. I wonder what's so einfach lasse ich dich nicht davon kommen. Ist nicht. Verhalte dich ganz normal. Was zum... Ist ja gut, ich tu, was du willst. Alter Schwede, wie viel muss ich denn noch da machen? Dass der endlich genug blamiert ist. Glaubst du, du bist was Besseres? Ganz ruhig, dann tu ich nichts. So, dann hier weiter. Ich muss noch aufpassen, dass ich den Kerl nicht umbringe. Wenn er wieder mal fliegt. Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Schon gut, und irgendeiner schon gut, von den Roten auf. Wieder dabei ist. Looks like bother to me. Bringen wir ihn dahin. Ganz entspannt. Werde ich nicht. Ich sagte schon gut. So. No trouble, no trouble. So, blamiert. Blamiert ist er schon recht ordentlich, aber... Das reicht offensichtlich noch nicht. Ganz mal sehen, was das war. Ist ja cool. So. Es tut mir leid, falls ich Sie irgendwie beleidigt habe, Miss. Oh Gott, was du? So, du bleibst... Halt. Nicht abhauen. So. Und du geh mal beiseite, Tussi. Wegen dir wäre mir fast abgehauen. So, oh, da sind einige Rote. Ah, das könnte gehen. Müssen wir das auf die Sanfte tun. Ah, schon gut, ich gebe auf. So. Isn't that odd? Da hinten müssen wir irgendwie rum. Can we have five minutes, please? Was zum, ist ja gut, ich tu, was du willst. So. Da haben wir ja genug Möglichkeiten. Machen wir einen Spaziergang. Und lauf nicht weg. So. Hier, das sollte geh dahin zurück, wo du herkamst, du Dreckschwein. Jawohl. Das heißt, schon. Frei und das wäre dein letzter. Gut, jetzt ich sagte schon sozusagen gut. Da hinten hinbringen. Das wird schwierig. Nein. Schafft sie hier weg. Du. Ich will dir nichts tun. Ach, Mist. Lass das sein. Was? Prostituierte ist gestorben? Jetzt ernsthaft? Oh nein.
unmöglich. This seems like a good time to Mann. Seid nicht so feige! So, Mann. Pisser hier! Gibt's ja wohl nicht. Ich war fast da. Du scheißt dir in die Hose. Ich, von wegen, ich scheiß mir in die Hose. Ich mach dich gleich kaputt, aber sowas ist schon kaputt. Einer muss hier in den Rücken. Ständig schießt er auf mich. Dieser Deck. So. Spasten. Echt mal. Putsch! Putsch! Gibt's ja wohl nicht. Gut, das habe ich dann wohl gründlichst versaut. Das ist blöd gelaufen. Naja, bloßgestellt haben wir den zwar, aber das wird nicht reichen. Ich denke, jo. Oder? Nee, warte mal. Da war das. Oder? Ja, schändlicher Missbrauch. Na gut, egal. Wir können es in der nächsten Folge nochmal probieren. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Und da 10.000 Mal jetzt reinrennen in dieser Folge. Keine Ahnung. Ne, ich probiere das in der nächsten Folge. Dann. Oder ich probiere ein anderes. Mal gucken, wo wir weiterkommen. Ja. Mal schauen. Werden wir sehen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss.